Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Long Dark. Wir haben uns hier reingeflüchtet. Haben noch ein bisschen gechillt. Weil wir es mussten, weil wir ja von dem fiesen Viech verfolgt wurden. Und jetzt geht's wieder zurück. Wir müssen wieder zurück, denn wir haben ein ganz großes Problem bezüglich unserer Kleidung. Wir haben nämlich kaum noch welche. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt zurück ins Haus und hoffentlich haben wir in unseren ganzen Vorräten noch genügend Sachen übrig gelassen. Was also Kleidung betrifft. Das lief alles etwas suboptimal, würde ich mal sagen. Richtig nervig. Aber da kannst du halt nichts machen. So, wir müssen nur mal schauen. Ich weiß auf alle Fälle, dass wir hier irgendwie den Weg runter müssen. Und das ist halt richtig doof, weil es ist echt kalt ohne Kleidung, wie man sehen kann. Wir bauen massiv schnell ab. So, kommen wir hier durch? Ja, wir kommen hier durch, aber wir müssen hier irgendwie so durchkriechen. Ach ja. Das waren alles echt super Ideen, die ich da hatte. In Klammern nicht. Jetzt hatte ich fast gedacht, da unten ist wieder ein Bär. Da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Wir gehen mal hier so ein bisschen lang. Eventuell sehen wir noch irgendetwas. Da ist dann auch schon die Brücke und die Stadt. Naja gut, das passt schon. Wir schlagen uns gut. Und solange hier irgendwelche Rehe sind... Sind hier jetzt auch erstmal keine Wölfe, oder? In der Theorie müssten wir eigentlich mal so einen Hirsch jagen. Weil wir halt mal wieder Nahrung bräuchten, aber... Wir haben jetzt halt auch nicht wirklich das Zeug, um uns irgendwie da auch... ...hiermit zu beschäftigen, sprich, die irgendwie... ...ja, auseinanderzunehmen. Weil uns einfach viel zu kalt ist. Habe ich eigentlich schon da hinten hingesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich tue es jetzt einfach mal. Und wir checken das einfach nochmal ab. Und das könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Denn Nahrung ist aktuell ein riesiges Problem für uns. Wir haben halt echt nichts mehr. Entspann dich, es ist alles in Wirklichkeit warm, du bist an einem tropischen Strand. Die Sonne scheint dir auf den Pelz. Ist alles gut. So, dann nehmen wir das mal mit. Und hier hinten ist halt sonst nichts mehr. Mist. Also gut, dann gehen wir wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was wir an Kleidung auftun können für uns. Und hoffentlich lauert jetzt hier kein Wolf auf uns. Aha. Denn jetzt irgendwie nochmal ein Angriff, das wäre irgendwie voll für den Arsch. Scheint alles sauber zu sein. Zumindest soweit ich das sehen kann. Wir gehen zur Sicherheit trotzdem mal irgendwie so hinten rum. Was uns jetzt gut helfen könnte, wäre irgendwie so ein Survival-Bunker. Da hätte ich echt Bock drauf. Der ganze Loot würde uns richtig massiv weiterhelfen. Ja, ich weiß, es ist kalt und alles. Es ist schon echt scheiße. Aber so ist es jetzt erstmal. Bist ja gleich da. Okay, wir gehen rein. Laden Zeug aus, das wir jetzt nicht brauchen. Und ziehen uns neues Zeug an. Das ist wichtig. Das ist super, super wichtig. Habe ich hier... Achso, das könnte ein Kadaver. Kann man ja mal hinlegen. Hier sind getrocknete Därme. Da habe ich noch jede Menge Zedernholz und dazu kommt gleich noch viel, viel mehr.
Dazu kommt gleich noch viel, viel mehr, denn wir haben ja wieder einiges gefunden. Hier so ein paar Äste. Da würde ich einfach mal so sagen, legen wir 9 ab. Äste findet man ja relativ leicht, das passt also. Ach so, die Pelze, Pelze, Pelze. Dann gehen wir mal hier wieder hin, oder? Nach oben? Gehen wir nach oben? Ja. Hier haben wir ja lauter so Kaninchenpelz-Gedöns. Dann würde ich sagen, legen wir hier wieder ein bisschen was hin. Okay, das passt. So, wo in welchem Schrank haben wir denn hier Kleidung eingelagert? Bitte hier. Haben wir, das ist gut. Gut, wir hätten hier getragene Arbeiterstiefel. Ich glaube, die sind doch so die beste Variante an Stiefeln, die wir haben. Das heißt, rüber damit. Jetzt hör auf zu jammern. Hör auf, echt zu jammern. Du. Treibst mich gerade echt so ein bisschen in den Wahnsinn. So, immerhin haben wir wieder Stiefel. Das ist schon mal gut. Dann wäre es jetzt vielleicht auch nicht allzu schlecht, wenn wir irgendwas an den Händen hätten. Haben wir hier noch gute Handschuhe, abgenutzte Fließfäustlinge, kaputte Wollfäustlinge. Ich glaube, die Wollfäustlinge sind ziemlich gut. Also rüber damit. Dann. Ah, okay. Wir bräuchten nochmal so eine Unterhose. So, draußen haben wir noch mehr Hosen. Wir haben tatsächlich nur diese verdammte abgenutzte Jeans. Ist doch nicht euer Ernst. Und hier haben wir noch ein paar Baumwollmützen und solche Mützen. Und sowas und so. Ach Gott. Wir sind echt am Arsch. So, dann ziehen wir eben das Ding hier noch an. Jetzt. Wir ziehen das an, aber wir werden die Dinger, glaube ich, gleich nochmal reparieren. Na, immerhin sehen wir nicht mehr aus wie der letzte Penner, aber gut angezogen sind wir jetzt auch nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt so ein bisschen um das Zeug kümmern, dass wir hier Sachen reparieren. Das müssen wir auseinandernehmen. Das müssen wir auch auseinandernehmen. Das eigentlich auch. Haben wir doch irgendwas, was wir einlagern können, was wir mal nicht bräuchten? Ja, das hier. Ich werde zur Sicherheit tatsächlich hier nochmal relativ viel einlagern. Denn, wie wir aktuell ja sehen können, kann es halt einfach mal passieren, dass uns irgendwas fressen will. Okay, das ist gut. Jetzt gehen wir hier mal rein. Ich glaube, heute werden wir nichts mehr machen. Nee, heute werden wir nichts mehr machen. Wir werden uns darum kümmern, dass wir jetzt die Sachen ein bisschen auseinandernehmen. Genau, zerlegen. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Stoff. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Sachen basteln irgendwie. Oh, wir müssen auch was essen und was trinken. Das sollte man vielleicht jetzt gleich mal angehen. Und zwar. Werden wir etwas essen und trinken? Was haben wir denn da noch Gutes? Eigentlich haben wir da nicht mehr wirklich viel Gutes. Das MRI und so weiter will ich jetzt nicht verbrauchen. So groß ist die Not noch nicht. Wir essen jetzt hier einfach so ein paar von diesen blöden Dingern. Immerhin kriegen wir so wieder ein bisschen Kalorien rein. Eigentlich müssten wir jagen gehen. Oder halt den Wolf finden, der uns angefallen hat, den wir dann ordentlich geboxt haben. Aber ich glaube, ganz so einfach wird das nicht. Abbrechen, abbrechen. Das war jetzt eigentlich keine Absicht, dass ich hier Tee trinke. Okay, jetzt haben wir es halt getan, haben wir Pech gehabt. Gut, den Kadaver können wir eigentlich zerlegen. Das Ding, das machen wir so. 40 Minuten kosten 250 Kilokalorien. Wir haben ja so tonnenweise Kilokalorien. Können wir das ja mal machen. Okay, Thema erledigt. Jetzt, was haben wir denn noch? Das sollen wir vielleicht mal ablegen. So, wir hätten jetzt eigentlich den Nutzen verbessertes Ausruhen. Wisst ihr, was wir machen?
Wir hauen uns jetzt einfach mal so 2 Stunden hin. Und sind dann hoffentlich wieder relativ fit, wenn wir aufwachen. Haben wir noch immer verbessertes Ausruhen? Ich glaube schon, dann hauen wir uns gleich noch 1 Stunde hin. Wir dürfen es halt nur nicht übertreiben. So. Es sieht doch schon viel besser aus mit uns, ne? Jetzt, das Ding legen wir hier ab. Dem ganzen Körper machen wir noch Zeugs. Wir werden wohl nicht so viele Beile brauchen. Also werden wir wohl erstmal eins ablegen. Das machen wir aber unten. Da haben wir jetzt noch was, eigentlich den Darm, den könnten wir hier dazulegen. Und dann haben wir hier irgendwo noch so ein Kadaver. Wo war denn der jetzt? Läuft das noch unter Nahrung oder ist der Kadaver jetzt weg, wo wir alles auseinandergenommen haben? Oh, es ist alles weg. Okay, dann ist das gut. Dann ist das gut. Dann sollten wir uns vielleicht diese Kadaver hier auch mal schnappen. Und dann sehen wir uns die mal an, was da noch irgendwie drin ist. Ach, da haben wir die Haut noch nicht rausgenommen, okay. Dann machen wir das einfach mal. Den haben wir erledigt. Dann zerlegen wir den hier auch. Der hat keine Haut mehr. Der noch Haut? Nee, die haben alle nur noch Gedärme. Und Gedärme haben wir eigentlich mehr als genügend. Das heißt, raus mit den Dingern. Raus aus dem Haus damit. Habt ihr es gesehen, wie schnell ich jetzt den... Ach, fuck it. Vorhin waren noch Rehe da, alles ist war idyllisch und schön. Und jetzt haben wir wieder so eine Kacke. Naja, ist egal. Dann werfen wir die Dinger jetzt einfach erstmal hier hin. Mitten in die Ecke. Das klingt schön. Ja. Jetzt werden wir auch noch belagert. Was hat denn der Kühlschrank so ein bisschen für uns zu bieten? Wir sortieren das mal danach. Beef Jerky, das ist gut. Und ein Schokoriegel nehmen wir mal mit. Mal wieder noch mehr guten Shit. Ja, das ist eher alles so suboptimal, ne? Geschmackloses Hundefutter hätten wir noch. Meh. Wir kümmern uns jetzt halt erstmal darum, dass wir unser Zeug reparieren. So. Es hilft ja nichts. Und vielleicht sollte man noch mal ein paar Sachen auseinandernehmen. Ich habe ja hier noch die Schuhe. Das ärgert mich noch immer. Das ärgert mich, dass wir mit denen nichts mehr machen können. So unglaublich ärgerlich. Naja, okay, gehen wir es an. Was sind jetzt Sachen, die wir dringend reparieren müssten? Wir müssten dringend eigentlich dieses ganze Zeug hier reparieren. Ach, da werden wir gut beschäftigt sein. Ja, das ist die äußerste Schicht, den brauchen wir einfach im Moment. Den brauchen wir einfach im Moment. Da führt kein Weg dran vorbei. Oh, wurde der jetzt repariert? 40%? Ja, wurde er. Dann probieren wir es nochmal. Du kannst im Dunkeln nichts reparieren. Geil. Ja, wir könnten jetzt einerseits hier den Kamin anmachen, bringt uns aber halt irgendwie jetzt nicht viel. Wir sollten uns vielleicht eher ins Bett hauen. Und nochmal ein bisschen was essen. Also essen wir Beef Jerky. Habt ihr schon mal Beef Jerky gegessen? Das einmal gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so krass geil fand ich das jetzt irgendwie nicht. Es ist halt irgendwie so derbe salzig. Und da denke ich nicht, dass salzig sonderlich gut ist. Das ist zumindest deutlich zu viel für mich. Und ich bin generell kein. Oh, wir sind komplett ausgeruht. Das ist gut. Wie sehe ich denn jetzt nochmal, was die Tageszeit ist oder so? Oh. Bis 105%, ja, nice.
Das ist eine gute Sache. Wobei wir essen auch nochmal gleich ein bisschen Schokoriegel. Wir müssen jetzt am nächsten Tag los. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo halt was zum Essen herkriegen. Ich kann nicht hier unsere ganzen Vorräte wegessen. Das taugt halt einfach nicht. Wie viel Uhr dürfte es denn sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht legen wir uns nochmal ins Bett. Können wir uns einfach nur hinlegen? Warten. Okay, wir müssen vielleicht nochmal so 2 Stunden warten. Was mir nicht gefällt, wir verbrennen dabei so unglaublich viele Kalorien. Wir müssen jetzt hoffen, dass das jetzt hier schon zählt als ja, Tageslicht oder so. Scheiße. Okay, Bananas. Wir müssen jetzt Sachen verschwenden. Wir müssen Ressourcen verschwenden. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an, aber das hilft ja nichts. Wir müssen erstmal Feuer machen. Ach, wartet mal. Konnten wir aus dem Kamin was entnehmen? Nee, ne? Das wäre es jetzt gewesen, dass wir ein bisschen Holzkohle kriegen könnten. Stock, genau, das reicht. 60% Erfolgswahrscheinlichkeit ist eigentlich gut genug für uns. Boah, ich hätte so übelst Bock, irgendwie mal wieder ein Feuer zu machen, wenn ich zu Hause bin. Ich bin ja so ein Landei, ich gebe das gerne zu. So, 1 Stunde 33. Ich glaube, wir hauen hier nochmal ein Ding rein. So, was ist eigentlich nicht trinkbares Wasser? Okay, super. Wir könnten dann nämlich das Ding tatsächlich nochmal nutzen. Dann hauen wir nämlich hier nochmal einen Kochtopf hin und dann schmelzen wir da drin nochmal so ein bisschen Schnee. Ach, das können wir noch nicht entnehmen, sondern es braucht noch so seine Zeit. 57, 52, ist alles gut. Das ist alles gut, dann machen wir uns jetzt mal hier nochmal dran. Aber das hat, glaube ich, irgendwie 1,5 Stunden gedauert. Dann probieren wir erstmal das hier. Reparieren, Reparaturtower, 30 Minuten. Dann reparieren wir das mal schnell. Und dann reparieren wir nochmal fleißig. Dann haben wir zumindest wieder eine funktionstüchtige Jeans gescheitert. Oh, toll. Nicht genug Material für die Reparatur, aber wir sind jetzt auch wieder bei so über 80, das reicht. 16 Minuten bis verkocht. Wir nehmen das natürlich. Das nehmen wir auch. Und dann füllen wir hier wieder ein bisschen Wasser ein. Wartet mal. Wartet mal. Hab ich hier. Ich habe unsicheres Wasser. 2 Liter. Leck mich fett. Wasser. Wasser kochen. 30 Minuten hier in den Kochtopf. Nee, 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 nee. Zurück. Mensch. Wasser? Ja, aber hier ist doch Wasser. So, dann machen wir das. Jetzt haben wir wieder 30 Minuten Zeit. Da müssen wir mal gucken. Hier in dem Schrank habe ich, glaube ich, nämlich was eingelagert von. War der Stoff eingelagert? Da haben wir Stoff eingelagert, eben. Nehmen wir mal alles mit und wir haben hier Stöcke eingelagert. Warum tun wir sowas? Und wieso habe ich hier noch frischen Kaninchenpelz? Ist das jetzt euer Ernst? Müssen wir den hier auch nochmal hinhauen? Wir müssen hier nicht unnötig das Zeug mit uns rumschleppen. So, das ist gleich verbraucht. Das ist ein echtes Problem. Müssen wir mal schauen, ob wir davon auch noch was haben. Haben wir nicht. Haben wir da noch irgendwie ein Problem? Nicht wirklich. Naja. Hm. 1,5 Stunden dauert jetzt zu lang. 76, 19, wir müssen das Ding hier mal machen. Aktion reparieren dauert 30 Minuten, das ist gut. Und ist wieder bei 94%.
Kaputt. Nähzeug. Der Kamin brennt jetzt noch für ein paar Minuten. So, jetzt brennt er länger. Lass mal nochmal in die Küche gehen, dann schauen wir nämlich hier mal nach, ob ich da noch irgendwie Wasser eingelagert habe. Das könnte nämlich gut sein. Habe ich hier noch irgendwo Trinkwasser, das unsicher ist? Genau, das nehmen wir gleich mal mit. Alles umlagern und dann lagern wir hier auch nochmal ein bisschen Wasser ein. Wir werden wohl nicht so super viel brauchen. Das heißt, das ist schon mal gut, dass wir hier ein bisschen was eingelagert haben. In den Kochtopf Wasser. Und dann hauen wir hier mal den halben Liter rein. Und hier würde ich tatsächlich wieder ein bisschen was schmelzen. Das Ding läuft noch 40 Minuten, das ist okay. Dann gucken wir mal weiter. 76% meh. Meh, meh. Hier könnten wir gucken, ob wir da irgendwie noch was hinbekommen. Eine Stunde 36 Minuten. Ist zu lang, haben wir jetzt nicht die Zeit. Ja, gut. Ne? Hallo? Wir haben hier halt auch nicht wirklich geilen Shit. Aber Nähzeug bräuchte ich halt nochmal. Ich hoffe, dass wir was eingelagert haben. Ja, aber wir haben gar nicht so viel. Das ist ein kleines bisschen besorgniserregend. Auch so Steine. Steine können wir einlagern. Das könnte man eigentlich ja auch mal loswerden. Leder brauchen wir im Moment nicht. Hier die Pilzdinger da. Ich glaube, wir brauchen 6 oder so. Behalte ich hier mal 6. Das brauchen wir im Moment eigentlich auch nicht. Verbände sind halt super wichtig. Die brauchen wir. So, das Ding können wir eigentlich vor die Tür werfen. Gucken wir mal, ob der fiese Wolf noch da ist. Sieht zumindest im Moment nicht danach aus. Ich hoffe, dass das dann eigentlich verschwindet aus der Welt. Das wäre ziemlich gut. Okay, dann gehen wir nochmal rein. Dann können wir nämlich jetzt auch die Kaninchenkadaver hinlegen. Und dann müssen wir jetzt irgendwann demnächst mal gucken, dass wir ja noch irgendwie ein bisschen was zu essen auftreiben können. Vielleicht ein bisschen jagen. Vielleicht doch einen Hirsch irgendwie erledigen. Wäre ja was. So sind wir das auch los. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein. Und ich beende dann auch an der jetzigen Stelle die Folge. Wir werden dann das nächste Mal gucken, dass wir irgendwie was auftun. Zu essen oder dass wir halt jagen gehen, damit das irgendwie hier wieder vorwärts geht. Und dann müssen wir uns irgendwann hier mal Gedanken machen, wann wir das ganze Zeug hier verlassen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.